Hallo und herzlich willkommen, ihr kleinen Zuckerrosinen, zu einem neuen Video von Hanno Uncut. Heute schauen wir uns das Spiel Dungeon Village 2 an. Ist sehr positiv bewertet, aber audiovisuell die reinste Geschmacksverirrung, liegt aber auch daran, dass dies tatsächlich ein Mobile-Port ist. Also, dies ist tatsächlich wohl, wenn ich richtig informiert bin, ein Mobile-Game, was jetzt auf Steam importiert wurde. Das ist der zweite Teil. Ihr seht schon, Digga, ich sterbe. Sowas bin ich normalerweise bei dreischäbigen Spielen gewohnt. Ein RPG-Management-Sim. Aber genau das ist interessant. Wir bauen ein Dorf, in dem Abenteurer und Helden und was weiß ich das Dorf besuchen. Es sich so rumspricht. Wir Geschäfte bauen und Umsatz betreiben. Ja, also es ist der reinste Kapitalismus. Und da kommen Helden, ihr seht, die ruhen sich aus. Die sagen, oh, ich habe von einem tollen Dorf gehört. Jetzt gehe ich da mal hin und schaue mich um. Von John Dungeon, super. Und dann hat man einen neuen Dude, der hier ins Dorf kommt. Hoppala, fast übergeben. Naja, aber, und sieht man auch, anscheinend hat man doch auch seine eigene kleine Heldengruppe, die losgeht und irgendwelche Viecher umboxt. Ganz nett, würde ich sagen. Ne? So, das im Prinzip klingt alles mega geil, aber es sieht semi-geil aus. Ich sag, wie es ist. Also, man hat hier auch ganz viele Controller-Settings. LB, RB, ihr seht es hier unten links und rechts. Oben auch, Digga, der Mix von Fonts und Overlay und ich weiß auch nicht. Es gibt nicht mal ein Menü. Also, es gibt ein Menü, aber es gibt keine Option, keine Menüpunkte ausreichend. Es gibt nur Start. Ja, und dann legt man eine Stadt an. Und wir machen das heute mal. Wir sind ja offen. So, Hanno Blatt. So, Abfahrt. Es gibt auch leider sehr viel Pop-Ups. Aber mal gucken. So, Assistentin. Hallöchen. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Ich heiße Vicky Will. Ab sofort helfe ich dir mit Spandau. Ja, als ob ich da Hilfe bräuchte. Übrigens hier, ne? Schöne Montur heute. dieser Ort war einst ein blühendes Städtchen mit vielen Bewohnern und richtig tollen Geschäften. Aber seitdem der ehemalige Bürgermeister weggegangen und niemals wiedergekommen ist, ging es bergab mit der Stadt. Scheiße. Wir müssen sie in eine 5-Sterne-Stadt verwandeln, die jeder Abenteurer, der etwas auf sich hält, besuchen will. Abfahrt. So. Baue einen neuen Laden. Zack. Menü. Bauen. Bla bla bla. Waffenladen. Klar, Digga. Einen schönen Waffenladen. Waffengeschäft. So. Und den soll ich jetzt irgendwo platzieren. Zack. Klasse. Kann ich rausscrollen? Ja, allein, dass man hier den Windows-Controller, Mauscursor hat. Naja. Ja. Ich glaube, das ist so ein eher Richtung Idle- oder Clicker-Game. Und wenn man einfach Bock hat, to be fair, spielen wir hier kaum. Deswegen fand ich es auch mal interessant. Wenn man das geil findet, dass einfach Zahlen aufploppen und man immer mehr und besser und so, dann ist es, glaube ich, sehr nice. Und wenn das legit ein gutes Spiel ist, ja, wie geil ist es denn, dass es das auf Mobile gibt? Vor den Stadttoren ist ein Abenteurer aufgetaucht. Abenteurer kaufen in der Stadt Ausrüstung, bevor sie losziehen, um Monster zu bekämpfen. Ich hoffe, dass sie hier in Spandau finden, wonach sie suchen. Oh, Terra Steel ist da. Die Fertigstellung der neuen Einrichtung hat die Beliebtheit der Stadt erhöht. Das wird unten rechts angezeigt. Ach hier, dieses Rad. Je beliebter deine Stadt ist, desto mehr Abenteurer kommen vorbei. Ich bin gespannt, wie es sich entwickeln wird. Ja, geil. Ja, hier, plus 20, jetzt bei 70. Und er geht erstmal ins... Oh, 500 Gold, Junge, kauf dir ein Schwert? Nett. Und wer ist da? Flora Cherry Tree. Die ist Level 1 und hat einen Speer. Hä? Jetzt haut die rein. Oh, lol. Okay. Nicht so. Jetzt kommen hier Leute. Okay, das war's. Gut. Geil. Ich liebe es. Gar kein Bock auf irgendwelche unnötigen Tutorials. Also. Ackerland. Nee, warte mal. Warte mal, wir gucken uns jetzt um. Events? Nee. Wir bauen jetzt erstmal Sachen, oder? Oder gibt's so Stats, wo man sich mal. Das ist richtig gut. Klasse. Bei der Arbeit. Ackerland. Habe ich. Das habe ich jetzt aber nicht aus Versehen gebaut, ne? Nee. Aber da kriegt er Stärke plus 1 beim Ackerland. Ach, da trainieren die oder was? Heftig. Warum ist jetzt pausiert? Was passiert?
Ach so. Immer wenn ich ins Menü gehe, ist pausiert. Ja. Hier in diesem Waffenladen gibt es Waffen, die für Kämpfe gegen Monster wichtig sind. Abenteurer können ja Ausrüstung kaufen. Du kannst neue Waffen erhalten, wenn du die Stadt ausbaust oder Dungeons erkundest. Okay, also das ist unser Waffengeschäft, genau. Und Wartung oder was? 70 Gold. Preis, Qualität, Attraktivität, verfügbar. Level 1. Verkauf Waffen für Abenteurer. Vorrat ansehen. Dolch und Holzstab. Mhm. Cool. Klasse. Und hier gehe ich die anderen Geschäfte durch, die ich habe. Zum nächsten Level 49 verwenden. Ach, wird das, muss das benutzt werden, um dann zu leveln? Konditorei, ikonische Statue, ein Ort, an dem sich Abenteurer treffen können. Ja, wir gucken uns mal alles an, was wir haben. Konditorei, ja klar, da heilen die sich, wa? Oder kaufen die Item benutzen? Frischmilch, Salbe, aha. Okay, was haben wir noch? Ackerland. Saat aussehen. Frische Karotte. In diesem Feld wird jetzt frische Karotte wachsen. Okay. Eiche. Qualität plus 5. Preis 20. Bereichsbonus. Ach, das gibt Qualität oder was? Na gut. Ja, dann vor der Stadt findet ein Kampf statt. Was? Schauen wir uns das mal an. Der kämpft gegen Stein. Wartungskosten in Höhe von 550 Gold. Was? Hey, die prügeln jetzt den Stein kaputt. Der frisst irgendeine Karotte? Das bufft alle? Geil, jetzt leveln die. Ja, die Monster wurden besiegt. Wenn Abenteurer Monster besiegen, bekommen sie Erfahrungspunkte und die Stadt bekommt Geld. Ach, geil. Versuche viele... Ach, das heißt, die arbeiten so indirekt für mich? Kann man das sagen? Das ist ja nice. Versuche viele Monster zu besiegen, um die Stadt zu entwickeln. Ja, geil. Okay, Rechtsklick ist Menü, deswegen hält das immer an. Ja, dann würde ich mal sagen, bauen wir einfach mal ein paar Sachen. Läden. Gasthaus haben wir, oder? Wir haben doch, was haben wir? Wir haben Konditorei, Gasthaus, Waffengeschäft. Was wir nicht haben, ist ein Florist. Bauen wir einfach mal. Nein, scheiße. Das war Mist. Eine neue Ausgabe der Abenteurer-News ist da. Das kleine Städtchen Spandau scheint sich endlich zu erholen. Unter der Führung weht ein frischer Wind Abenteurer heran, die ihr Glück versuchen wollen. Der Bürgermeister ließ verlauten, die Stadt solle zu einem sicheren Hafen für aufstrebende Monsterjäger werden, der bereits jetzt einiges zu bieten hat. Wir werden die Entwicklung gespannt beobachten. Super. Kann ich das hier nochmal drehen? Kriege ich jetzt nochmal Beliebtheit? Ah, jetzt baut er das und das ist natürlich... Jetzt steht das schief. Scheiße. Die Übersetzung ist, glaube ich, ein bisschen wack. Hey, hier können die das gleiche holen wie bei der Konditorei? Okay. Aber Attraktivität plus 10? Florist ist offiziell... Ich denke, irgendwo, wo es viel Grünzeug gibt, wäre ein guter Ort dafür. Tulpen erworben. Hammer. Raps erworben. Hammer. Eine natürliche Umgebung sorgt dafür, dass der Preis einer Einrichtung steigt. Okay, also ich soll jetzt Raps und... Ich würde das gern drehen. Oder ich breche es ab. Ich glaube, ich muss es löschen. Oder kann ich es drehen? Ich muss es löschen. Das geht nicht. Ich wollte das da schön... Das geht nicht. So. Florist. Drehen. Und bestätigen. Geil. So. Was machen die Helden? Okay, die chillen. Oh, da oben. Oh, der stirbt. Scheiße. Oh, Alter. Der haut eine Kombo raus. Der muss sowas von ins Gasthaus danach. Oh, er frisst was. Hallo, schön, dich wiederzusehen. Eddie Riverside. Spandau scheint ein unterhaltsames Örtchen zu sein. Vielleicht komme ich wieder hier vorbei. Eddie Riverside geht nach Hause.
Wenn du sein Zufriedenheitslevel weiter erhöhen möchtest, dann lässt er sich vielleicht dauerhaft hier nieder. Ach so. Wenn du auf jemanden triffst, den du gerne hier herbehalten möchtest, solltest du Geschenke... Also wir sollten ihm Geschenke machen, wa? Hier, versuche es damit. Ich habe es aus einer Kiste aus dem Dachboden gefunden. Eisenschwert. Gute Nachtkissen. Okay. Der ist done, wa? Terra Steel is dead. Scheiße. Abenteurer, Geschenke. Eddie Riverside war es, ne? Genau. Eisenschwert. Okay, Geschenk verteilen. Hier, bitte. Super. Klasse. Es hatte mehr Angriff. Ja, gut. Toll. Und ich habe einen Besen erhalten oder so. Ja, krasse Scheiße, was hier abgeht. Okay. Was sind denn so jetzt die Next Steps? Monster besiegt, Wartungskosten. Aha, Einnahmen, Kosten. Ja, müssen natürlich ein bisschen gucken, dass wir es ordentlich angehen. Info, Stadtinformation, Beliebtheit, Abenteurer, Häuser, Einrichtung. Okay. Einnahmeinfo. Okay, wie upgrade ich die jetzt, die Sachen? Oder kann ich noch irgendwas bauen, was Sinn macht? Die Tulpen kann ich ja jetzt bauen. Aber da habe ich jetzt noch nicht so verstanden, was die bringen, you know? Huch. Hallo, ich leite die Abenteurergilde. Wir informieren Abenteurer über Städte im ganzen Königreich. Ja, Abfahrt. Spanner steht in der Rangliste aktuell auf 0 Sterne. Das bedeutet keine Sterne. Du kannst einen Stern verdienen, wenn du die nötigen Bedingungen erfüllst. Probier es doch einfach mal aus. Okay. Wir brauchen 300 Beliebtheit, 4000 Gold Einnahmen, 2 Events und ein Accessoire-Laden. Okay. Ja, geil. Okay. Gut. Accessoire-Laden. Ich weiß nicht, machen Tulpen... Hier fehlt mir irgendwie, dass da steht, was die Tulpen jetzt bringen. Aber ich baue die einfach mal. Die sind noch instant da. Da steht halt jetzt gar nicht was. Also Qualität plus 5. Aber ich weiß nicht, was Qualität ist. Qualität der Stadt? Hm. Na gut. Und hier ist irgendwas verfügbar. Ach, hier ist jetzt ein gutes Nachtkissen und Besen, der angeboten wird. Krass. Okay. Können wir noch irgendwas? Essen, Trinken, Konditorei, haben wir. Haben wir alles. Raps könnte ich nochmal bauen. 4000 kostet der. Nee, ne? 40 hat der gekostet. Auch Qualität plus 5. Die, ach okay, der Florist hat jetzt Qualität 15. Okay. Hm. Na gut. Gefällt mir. Ach so. Ja, hier heilen die sich. Ja, okay. Und da können die auch Sachen kaufen. Was immer die gleichen Sachen sind. Bis auf das, ja. Okay. Na gut. Dann chillen wir jetzt, I guess. Ja, der ist halt, den hat's komplett erwischt, ne, Terra Steel. Der braucht besseres, Digga, du musst Geld in die Hand nehmen, du brauchst besseres Equipment, ist doch klar. Oh, wer kommt hier? Eddie Riverside. Und was geht da ab? Ah, hier versammeln sich die Helden. Ich bin dabei. Oh, die schließt sich dem jetzt an. Die ziehen jetzt los, ja? Zu zweit. Das ist ja heftig. Heilt die den jetzt? Aber ja, also... Es ist bis hierhin jetzt nicht mega viel. Ich glaube... Oh, was ist da los? Oh, da ist ein Monster gespawnt. Oh, da geht's direkt zur Sache. Eddie Riverside. Wäre geil, könnte man die benennen. Kann ich die benennen? Das wäre nice. Möchte den Kalle nennen. Oh, und die machen zusammen Action. Ja, geil.
Monster besiegt keine diesen Monat. Ja, doch jetzt. Na gut. Geil. Ein Abenteurer hat offenbar genug Erfahrungspunkte gesammelt, um ein Level aufzusteigen. Ein höheres Level bedeutet bessere HP-Angriffe und insgesamt mehr Spaß. Ja, super. Klasse. Klasse. Ja, gut. Also ich muss jetzt quasi warten, dass die Abenteurer einfach Sachen machen, sodass ich Progress bekomme, ne? Ist gerade so eher reaktiv. Ich meine, ich könnte hier die drei Sachen bauen, aber ich weiß ja nicht mehr, die bringen halt Qualität, aber ich... Qualität plus 5. I don't know. Naja. Es wird Zeit. Hallo. Ich habe Neuigkeiten. Außerhalb unserer Stadt wurde gerade ein Dungeon entdeckt. Aha. So. Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt fehlt so ein bisschen der nächste Step. Dungeons, die entdeckt wurden und erkundet werden können, werden im Abenteuermenü unter Quests angezeigt. Dort können viele Schätze versteckt sein. Wir sollten gleich eine Expedition starten. Okay, also ich verstehe. Wir bieten zwar diesen Abenteurern das Dorf und die agieren auf eigene Faust, aber wir können schon die, also die werden dann oder sind auch in irgendeiner Form unsere Bewohner. Einige kommen ja wohl immer wieder, andere bleiben. Und ja, ist da vielleicht eine Übersicht, dass man sieht, welche Abenteurer sind fest hier und welche... Hier sind unsere Abenteurer, aber... Bei die hauen auch rein. Ja, so die Frage. Also man kann die schon auch einsetzen. Gut, Abenteurer-Quest. Erkundung des Geisterwaldes. Level 1, 1200 Gold. Ja, Abfahrt. Abenteurer anwerben. Lol, das ist jetzt so ein Event oder was? Ich bin dabei. Terra Steel. Die kommen jetzt alle so rein mit ihren Waffen. Mhm. Drei Abenteurer nehmen an deiner ersten Expedition teil. Okay. Ja, Abfahrt. Eddie Riverside sogar Level 2. Start. Aha, siehst du das jetzt hier unten irgendwie? Eine Art Progress-Bereich? Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall gehen sie da gerade nicht hin, oder? Doch. So, jetzt gehen die rein, oder? Abfahrt. Aber sie ist ein bisschen spät. Ah, da ist sie. Jetzt aber, jawohl. Ich glaube... Leute, der wurde rausgekickt! Der ist hier rausgeflogen! Okay. Ja. Hey, das schafft ihr doch niemals. Wer ist er? Tony Stonebridge, rein da. Hä? Er nimmt die einfach mit. Sie wurde auch rausgekickt. Ja, jetzt haben wir es doch verkackt, oder? Und wer ist Tony Stonebridge? Der ist erstmal Einsatzwagen. Das war ja komplett lappiger Versuch. Was habe ich für Volkversager hier in meiner Stadt? Weiterkämpfen. Ruh dich aus. Okay, also die supporten sich ja ein bisschen. So, wieder geheilt. Der Hammer. Und wieder rein. Was ist das hier? 30. Und was ist das? Oh, da ist wieder einer reingegangen. Und sie auch. Und jetzt kommt nochmal Eddie. Oh, da ist so ein Kristall. Krieg ich den jetzt hier oben? Oh, Beute. Ja, geil. Drei Stück. Diamantpunkte. Aha. Und da ist eine Kiste. Hä, hey, irgendwie ist es geil. Irgendwie ist es addictive. Stahlrohr. Oh je, eine Gruppe Monster ist vor der Stadt aufgetaucht. Das ist ungünstig. Dem Abenteuermenü wurde Quest hinzugefügt. Lass uns losziehen und dem Monster ein Chaos machen, damit unsere Stadt sicher bleibt. Ja, eins am anderen. Wir haben es geschafft. Alter, ein Speer. Soldatenspeer. Die Waffen, die du entdeckst, werden im Waffengeschäft der Stadt verkauft, sodass andere Abenteuer sie erwerben können. Geil!
Ist cool. Du kannst Geschenke auch direkt dem Abenteurer übergeben, den du stärken möchtest. Ja, aber ist dann das Soldatenspeer aus meinem Laden weg? Alter. Beliebtheit gestiegen um 20. Geil, jetzt müssen wir 105 haben, oder? Also das probiere ich jetzt aus. Ja, wertvolle Schätze, genau. So, jetzt haben wir 100 Beliebtheit. Jetzt ist die Skala voll. Alle reden von Spandau. Deine Stadt ist beliebter denn je. Okay. Hennoblatt, hallo. Ich habe gehört, dass Spandau eine wunderbare Stadt sein soll. Hennoblatt kommt. Ich denke, ich schaue hier gelegentlich vorbei. Man sieht sich. Abenteurer Hennoblatt. Hi. Ein neuer Abenteurer begeistert sich für Spandau. Wenn wir so weiterarbeiten, dann können wir unsere Beliebtheit noch weiter steigern. Ja, geil. Okay, Leute. Prima, die Pläne für die neue Einrichtung, die wir bestellt haben, sind eingetroffen. Wir sollten mit dem Bau beginnen. Rüstungsladen. Abfahrt. Eiscremestand. Ja, gut. Der ist auch wichtig. So, jetzt probiere ich mal aus. Wenn ich jetzt Hennoblatt ein Geschenk mache, das Soldatenspeer. Hier bitte. Ist das dann jetzt nicht mehr verkaufbar in meinem Zufriedenheit und Arbeit? Aha. Ist das jetzt noch verfügbar in dem Geschäft? Ja, Sie können es weiterhin kaufen. Cool. Okay, super. Wir erfuhren soeben, dass Abenteurer in Spandau ihren ersten Dungeon erkundet haben, Gerüchte über verborgene Schätze, bla bla bla. Aha. Ja, ist ja einfach nur eine News. Ein bisschen viele Pop-Ups, ne? Muss mal gucken, wie sich das entwickelt. So, hier sind wir in der Gruppe Monster. Ja, hier sind generell viele Monster. Die müssen mal alle weggemacht werden, Leute. Radiert die mal weg. Es reicht mir. Neues Dungeon. Okay, what the fuck. Also, wir machen jetzt erstmal... Bauen wir den Rüstungsladen. Jetzt haben wir auf einmal super viel zu tun. So. Hoppala. Alter, das Rechtsklick-Menü ist... Naja. Oder auch Menü schließen. So, drehen. Bestätigen. Dann Eiscreme laden. Ist ja auch wichtig. Den machen wir aber hier oben irgendwie hin. Würde ich sagen. So. Und jetzt machen wir die Quest, dass wir die Monstergruppe besiegen sollen. Gibt 1400 Gold. Abfahrt. Ach, das kostet uns 1400? Oder was? Ach, guck mal, die haben auch Typen. Der Tony Stonebridge ist Tischler. Der ist auch neu irgendwie, ne? Der hat vorhin einen gerettet. Okay, Abfahrt. Mitglieder hinzufügen. Ach, das kostet uns auch. Krass. Heftig. Na gut. Okay, jetzt geht's los, Leute. Monstergruppe. Aha. Oh, Henno kriegt auf den Sack. Oh, Junge, Hennoblatt ist down. Aber ein Monster ist auch down. Eieiei, das sieht gar nicht gut aus. Wo ist denn die Verstärkung? Oh, die sind halt alle sehr scheiße, ne? Die müssen eigentlich ein bisschen leveln, glaube ich. Ja, Hennoblatt hat gar nichts ausgehalten. Wie ist das denn mit... Vielleicht kaufe ich den einfach... Irgendeiner muss richtiger Carry werden. Am besten Hennoblatt. Ich kaufe... Ja, ich habe kaum Gold. Ich muss jetzt erstmal wieder irgendwie ein bisschen Money machen. Die Abenteurer schlagen sich in letzter Zeit offenbar nicht besonders gut gegen die Monster. Warum versorgst du nicht mit neuer Ausrüstung? Ja... Die kriegen echt hart auf den Sack, ey. Was für Lutscher. Jetzt muss Eddie Riverside wiederkommen und Hand anlegen. Ey, siehst du, auch verreckt. Die schaffen nicht mal alleine ein normales Monster. Henno ist wieder da. Aber der ist doch stuck, oder? Geil.
Zwei sind weg. Oh, jetzt spawnen die neu. Krass. Was ist das hier? Sechs holen. Verstehe ich nicht. Was ist das? Jetzt bin ich bei 38. Okay, aber was ist das? Ich bin zurück. Ja, komm, klatsch sie weg. Neu belebt. Immerhin können die unendlich respawnen. Das ist eigentlich ziemlich unfair. Naja. Neu laden halt, ne? Ja, wir müssen mal, wenn wir wieder ein bisschen Geld haben. Alter, unendlich Quest, krass. Wenn wir uns mal ein bisschen erholt haben finanziell, schauen wir mal, dass wir... Ich glaube, die Quest war jetzt ein bisschen übermotiviert. Abbrechen geht wahrscheinlich nicht, ne? Jetzt machen wir wahrscheinlich miese. Wir haben ja monatliche Kosten und wir generieren gerade ja nichts. So, Henno, hau zu. Schön. Oh Gott, der hält ja gar nichts aus. Aber er macht Damage mit seinem Speer. Dead. Können die sich nicht alle gleichzeitig wiederbeleben, anstatt nacheinander? Mhm. Der hält wenigstens richtig aus. So, da ist jetzt hier Stonebridge. Und ja, jetzt sind wir Überzahl. Oh Gott. Ja, schön. Ja, hier geht's richtig zur Sache in Spandau. Was? Unsere Finanzen sind gerade ins Negative gekippt. Eieieiei. Ah, sie gibt mir einen Kredit. 3000, okay. Ja, dann behalte ich erstmal den Kredit. Die soll sich mal erholen und hier Geld lassen, ja? Jawohl. Kauft mal schön ein, Leute. Ja, und das muss jetzt mal... Was ist das? Ein Snack, Alter. Level 1. Mach den jetzt weg, Henno. Ich kaufe dem eine richtig heftige Rüstung. Der wird absoluter Carry. Boah, Alter, der ist ein Two-Hit. Aber macht Damage. Ja, du bist so ein Loser, ey. Der passt gar nicht zu mir. Ich habe Hunger. So, hau drauf. Oh, was macht der jetzt? Der isst was. Mhm. Schon wieder tot. Eieieiei. Okay, die Schlange scheint so eine Art Boss zu sein von den Viechern. Die macht ja alle weg. Noch ein Hit. Ja, der ist krass, der Eddie Riverside. So, 19 EP. Okay, das war viel, viel schwerer als ein Dungeon. 25 Beliebtheit. Ach komm, wie oft die besiegt wurden, steht dann da. Cool. Oh, aber gut gelevelt. Also, bringt schon was. Und die transportieren sich ab. Das Jahr ist zu Ende. Wir haben eine Medaille der Abenteuergilde erhalten. Verleihe Abenteurer Medaillen, um ihre Zufriedenheit und Arbeitspunkte zu erhöhen, sowie ihre Kampffähigkeit. Eddie hat am meisten beigetragen. Henno am wenigsten. Der kriegt die Medaille. Absolut verdient. Super! Vielen Dank. Ich werde hart für die Stadt arbeiten. Ja, das will ich auch sehen. Ja, die anderen müssen jetzt alle mad sein. Okay, wir kaufen Henno eine heftige Rüstung, glaube ich. Das? Kann ich das kaufen? Wie kaufe ich das? Ich hätte das gern. Kann man das irgendwie kaufen? Enter? Nee. Man sieht nur noch... Aber, also, okay. Also wir können nicht selber Sachen kaufen und es Leuten geben? Eine neue Ausgabe der Abenteurer-News da. Ja, ist mir relativ egal. Doch, das geht bestimmt irgendwie. Einfach entspannen. Pumpkin Pie. Hallöchen, ich reise quer durchs Land, um den einzelnen Städten die Vorzüge von Pumpkin Pie näher zu bringen. Items, Einrichtungen, bei uns findest du alles. Bis vor kurzem hatte ich viel Angst vor den Monstern hier, um eure Stadt zu besuchen, aber nun fühle ich mich deutlich sicherer. Ich habe verschiedene Items, die sicherlich praktisch für die Stadt und die Abenteurer sind. Warum schaust du? Ja, gerne. Items kaufen. Da
Das sind Sachen, die Stats erhöhen. Aber da frage ich mich dauerhaft. Dauerhaft? Weil dann kaufen wir jetzt für Henno richtig ein, oder? Ein Brot? Stärke. Warte, also ein Brot. Und Glück. Milch. Und eine Karotte. Mehr kann ich mir gerade nicht leisten. Tausche Diamantpunkte. Gegen 5000 Gold tauschen. Ah, da brauche ich aber 10. Okay. Einrichtung kaufen. Tanne. Fischmarkt. Hä, für 30 nur? Öffentliches Bad. Bäckerei. Accessoireladen. Den brauchen wir. Hä, so günstig sind die? Na gut. Aber ich will nicht übertreiben. Ja. Super. Ah, ich kann jederzeit. Das ist toll. So. Geschenke. Hennoblatt. Ich kann ihm jetzt noch einen Speer kaufen, damit der... Nee, aktuell ausgestattet, okay. Ah, super. Toll. Ich hab eins davon im Besitz. Und er kriegt jetzt eine Leinenkluft. Sieht er jetzt auch anders aus? Nee, ne? So, Defense geht hoch, geil. TP auch. So, dann kriegt er das Bandana. Das muss aber optisch jetzt ihn verändern, oder? Nee. Naja, gut, dann nicht. Dann Holzring. Was macht der? Verteidigung plus 2. Abfahrt. Der kriegt alles in den Arsch geblasen, der Junge. Wir, wie sagt man? Entwicklungshilfe? Nee. Wir fördern ihn. So. Ist die Frage, ob das dauerhaft ist? Also, oder ob das nur so ein Buff ist? Das sehen wir ja jetzt. Nee, ist echt dauerhaft. Krass, der kriegt jetzt... Hä, als Geschenk? Okay, ja, die Milch, super. Geil, nochmal... Ach, man kann ihm auf einmal reinfeeden. Verstehe. Oh, er ist schon ein bisschen sauer irgendwie. Oder? So, gute Nachtkissen. Darüber freut er sich. Ja, der hat ja jetzt Stahlrohr. Zähigkeit wird erhöht. Okay. Ja, das geht ja jetzt richtig ab. Oh, auf, und hier. Nee, du bist kein Magier. Egal, der kriegt einfach alles. Henno kriegt alles. Geil. Ja, nice. So, da ist er übrigens. Trägt gerade was andere, wen anders. Schau, die Beliebtheitsskala unten rechts ist voll. Abfahrt! Huch. Was? Was war? Pepe Mache, hallo. Ich habe gehört, dass Spandau eine wunderbare Stadt sein soll. Ich denke, ich schaue hier gelegentlich vorbei. Man sieht sich. Alter, ein Krieger ist vorbeigekommen. Alter, Slay, Pepe Mache wird deine Stadt nun besuchen. Sind das Charaktere, die andere bestellt haben? Erstellt haben, bestellt. Okay. So. Das Gute ist, Henno ist recht leicht zu erkennen. Digga, hier sind so viele Quests. Mozart sind in Massen aufgetaucht. Ach du Scheiße. Es wird Zeit. Nett. Ja, die sprechen sich da ab. Hennoblatt. Echt ein schönes, nettes Städtchen. Schöne Umgebung, freundliche Bewohner, Dungeons ganz in der Nähe. Ich möchte unbedingt diese Dungeons noch weiter erkunden. Weißt du, wo ich hier... Ja. Geil, er möchte mehr. Offenbar möchte er einen Abenteurer nach Spandau ziehen. Wie wäre es, wenn du ihm gleich hier ein Haus baust? Ja, geil, Alter. Leeres Haus. Walla. Okay. Bauen. Leeres Haus. Henno kriegt das da. Schön. So, ja. Klasse. Wähle einen leeren Raum aus, um eine Liste an Personen anzuzeigen, die einziehen möchten. Aha. Bewerber anzeigen. Hennoblatt. 500 kostet das? Okay. Ja, dann geh mal rein. Hier ist übrigens der Krieger. Pepe Mache. Level 1? Aha. Okay, wo ist Henno? Der muss ja übel rasieren gerade, oder?
Aber Pepe Mache ist auch interessant, wie der jetzt sich schlägt. Naja. Jawohl, Henno Blatz, Haus wurde gebaut. Alter, Arbeit geht richtig hoch. Holy shit. Und die Stats. Ich bin sprachlos und unendlich dankbar. Ich werde tun, was ich kann, um diese Stadt zu verbessern. Wir sehen uns später. Bitte nimm das zum Dank. Hier, bitte. Haarspange mit Blumen. Henno, Digga. Ja, danke. So, Pepe Mache, was geht bei dir? Zerklopp mal ein paar Monster. Nicht? Abenteurer, die ein Haus in der Stadt haben, zahlen Steuern. Oh, und das wird danach bestimmt, wie viele Monster die gebumst haben. Cool. Geil. Okay, verstehe. So, jetzt Pepe Mache. Oh, Abenteurer-News, wen juckt das? Alter! Der hat die gewontappt. Pepe Mache. So, aber wo ist Henno? Hier wohnt er. Aufgabe zuweisen, Geschenk verteilen. Ja. Ach, kann ich dir mal mehrere Waffen geben? Nee. Nein. Okay, Aufgabe zuweisen. Abenteuer, Bauer, Tischler? Ach! Krass! Das sind deren Typen. Und je nachdem... Okay, und er ist Abenteurer. Stimmt, einer war Tischler, Bauer. Ach, und das ist dann das Optische. Okay. Und ich kann ihn umbenennen. Nee, alles cool. Ja, dann machen wir. Wo ist der denn gerade? Weiß man das? Weil dann mache ich mal die Quest jetzt hier. Ich würde ihn gerne zuweisen. Da ist er. Super. Okay. Geschäft hat seine Items aufgestockt. Welches? Hm. Na gut. So, Henno. Ja, ich glaube, ich muss Quests machen. Abenteurer, Quest. So, hier, Dungeon. Ah, Junge, das kostet. Okay, krass. Ja, ich muss jetzt irgendwie mal ein bisschen Geld machen. Oder? Jetzt sind ja auch... Oh, der Pepe Macher ist Level 2. Henno, da ist was. Greif's an. Ja, ich brauche Geld. Jetzt haben wir ein bisschen Geld. Ach, die kriegen auch Gesundheit, wenn die aufs Ackerland gehen. Oder was? Da, Henno. So, mach's weg. Verfehlt. Digga. Oh, kriegt aber kaum Damage. Oh, okay. Henno Blatt, Digga. Zack. Oh, und hat was gefunden. Besenhammer. Okay, wir haben irgendwie über viel Geld gerade. Auf einmal. Dann machen wir jetzt eine Quest. So, Erkundung der tiefen Schlucht. So, wer hat Bock? Pepe Mache. Dann wird das safe was. Alter, 4. Hi. Ja, Abfahrt. Geil. Super. Abfahrt. Achso, ich könnte jetzt auch Henno dazu buchen, ne? Oder? Guck mal. Geil. Okay, also Henno macht jetzt mit. Klasse. So, die gehen jetzt hier rein, ne? Jetzt bin ich gespannt. Alter, die gehen da zu fünft jetzt rein. Das muss aber klatschen, oder? Hä, wo ist Henno? Hä, was macht der da? Ist der dumm? Ich hab das Gefühl, er ist übelster Idiot. Digga. Ich hab dafür gezahlt. Ich hab dafür gezahlt, dass du mitmachst. Die Leute fliegen raus. Ja, die ziehen da easy ohne ihn durch. Was ein Trottel. Wer ist das? Terrastil. Wir ziehen los. Ja, dann los jetzt. Ach, der hat auf Terrastil gewartet. Er ist ein Teamplayer, klar. Ihr kommt viel zu spät, Loser. Nee, warte mal. Einer liegt ja auch draußen. Digga, jetzt geht er raus. Und freut sich. Der ist literally in der letzten Sekunde gejoint. Okay.
Super. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, geben wir dem noch mehr Stuff. Hier, die Haarspange, die hat er mir geschenkt. Ach, ist besser als der Holzring. Heftig. Ja, freut er sich. Super. Dann... Ja, nee, alles cool. Mach mal. Top. Ja, dann als nächstes... Oh, neues Monster. Snack ist aufgetaucht. Generell, oder was? Spawnt das jetzt hier? Ja, das war vorhin sehr heftig, muss man sagen. Oh, Henno schläft. Okay. Ja, dann würde ich sagen, nächste Quest. Besiege Monsterarmee. Oh, Alter, Monsterarmee. Heftig. Tony Stonebridge. Henno Blatt. Flora Cherry Tree. Oh, zu dritt. Na gut. Ja, kriegt ihr hin. Das klappt bestimmt. Start. Wenn ich als letztes Mal denke. Oh, neues Dungeon entdeckt. Okay. Ja, gut. Okay. Ist hier das Video. Oh, dass ihr halt nicht gleichzeitig dahin geht, ist dumm von euch. Redakteur der Stadt, des Stadtführers. Ich bin der Verleger vom Stadtführer, einem Ratgeber, in dem die schönste Stadt im Königreich aufgeführt ist. Ich bin gekommen, um herauszufinden, ob Spandau die Voraussetzung erfüllt, auch im Stadtführer aufgenommen zu werden. Aha. Eiscreme, Obst, Gemüse, Blume, Gefahr. Stadt der Gefahr. Titel der Stadt, Stadt der Gefahr. Super. Titeleffekt, Beliebtheit gestiegen um 100. Stadt der Gefahr, plus 10 Diamanten. Geil. Ja, eignet sich perfekt für Spandau. Spandau, Stadt der Gefahr. Titel werden basierend auf Dingen wie in deinen Einrichtungen auftreten. Okay. Wenn du seltene Titel ergattern kannst, dann erhöht sich automatisch die Beliebtheit deiner Stadt. Okay. Toll. So, Henno kämpft jetzt alleine gegen eine Monsterarmee. Das ist ziemlich dumm. Also wirklich. Es ist an der Zeit, die Steuern von unseren ansässigen Abenteurern einzuziehen. Einnahmen 240. Ja, geil. Geil. Super. Aber zum Glück kommt hier nur ein Vieh. So, jetzt ist hier Stonebridge dabei, der Tony. Aber Henno tankt das richtig gut. So, noch 6 übrig. Boah, Alter, jetzt geht's aber ab, ne? Ich kann ja auch richtig hart ranzoomen. Das ist noch viel geiler. Geil, ja, geht doch gut. Viel besser als letztes Mal. Na, da merkt man, dass die Progress machen, die Leute. Ist doch super. Pepe ruht sich aus. Level 2. Ja, Henno rasiert. Oh, da ist jetzt wieder so ein heftiges Vieh. Eieiei. Wie viel Damage macht der? Nur 3. Alter, okay, das ist krass. Alter, unverfehlt. Ey, Henno ist insane. Und Flora Cherry Tree ist schon umgekippt. Boah, meanwhile Pepe, der Macher gegen 2. Boah, Alter, der klatscht aber rein. Heftig. Ja, ich weiß nicht, wie gut das Speer ist oder ob ich ihm lieber ein Schwert geben sollte. Was ist das? Redakteur. Digga, es juckt mich nicht. Event, du kannst jetzt am Stadtführer-Wettbewerb teilnehmen. Ja, ja, ja. Machen wir. Aber ich will, dass Henno die jetzt hier wegmacht. Bin ein bisschen invested. Tut mir leid. Ey, Pepe, mache. Brauch's nicht. Junge, Henno tankt ja alles weg. Ist ja insane. Male besiegt 4. Runter 1. Ich glaube, Kills und selber down. Ja, weil sie war einmal down. Okay. Super. Was ist in der Kiste? Henno Blatt Level 3. Geil. Oh, eine Hose. Hammer. Gebe ich ihm direkt. Boah, hier gibt es echt viel zu machen jetzt auf einmal. Am Anfang war so,
So, warte mal. Kurze Grashose. 16 TP und 12 Verteidigung. Das ist ja insane. Das ist ja legit insane. Krass. Wie ich alles nur in einen stecke. Auch geil. Ja, heftig. Und einer wird abtransportiert. Und noch ein Dungeon. Alter, es gibt so krass viel zu tun jetzt auf einmal. So. Ich glaube, Toni ist auch... Nee, Pepe Mache ist nice. Der kriegt jetzt auch mal ein bisschen was. Ja, wobei... Ja, komm, eine schöne Frischmilch. Gut, ne? Plus 2 Beliebtheit. Gute Nachtkissen. Ich bin gerührt. Ja, cool. Guck mal. Super. Ne, Besen nicht. Glaube ich. So. Dungeon. Ne, Mozartverseuchung, ja. Oh, warte mal, ich habe kaum Geld. Eieiei. Ach so, das produziert die Karotten, womit wir die ja buffen. Also nicht buffen, Dauer verbessern. Ja, geil, wenn die down gehen, ist auch richtig geil. Weil die dann ja ausruhen und das kostet 300. Und so machen wir richtig Geld. Richtig cool, ja. So. Henno gibt erstmal 340 für Eis aus. Guck mal, und so kriegen wir richtig viel Geld auf einmal. Und jetzt haben wir wieder genug für eine Quest. Eddie, Henno und Pepe Mache. Was ein Trio. Hammer. Abfahrt. Also, das Game ist überschaubar, aber also ist schon addictive, so. Es macht schon Bock. Es ist so, es ist halt so ein typisches, ja, so ein Mobile-Port, merkt man. Aber halt gar nicht so im negativen Sinne. Es ist einfach ein anderer Vibe von Spiel, finde ich. So, das ist etwas, wo man sehr dabei chillen kann, sich auch anders beschäftigen kann, eine Serie gucken kann oder was man so, ja, beim Busfahren oder, ne, wenn es das wirklich auch Mobile gibt. Wisst ihr, was ich meine? Das ist auch, glaube ich, ein geiles Game zum Stream. Wenn man so ein bisschen am Quatschen ist mit den Leuten. Ja, die werden komplett wegrasiert. Keine Chance. Ne? So, wir können übrigens genau das Accessoire-Geschäft mal bauen. Hier. Das hau ich mal... Ja, hier hin, I guess. Oder ich mach's... Nee, ich mach's so. Toll. Und, ja, ansonsten ist hier nichts, was ich noch... Können da noch ein leeres Haus? Nee. Stadt aufwerten. Oh, bald haben wir genug Beliebtheit. Einnahmen haben wir schon genug. Ja, wir müssen Events halt ausrichten. Geil. Wie viel hat Henno rasiert? Oh, Pepe Macher hat 6 besiegt, Henno nur 3. Ja, aber dann liegt's am Speer. Kann ja nur. Events. Ah, das sind Stadtpunkte. Okay, hier kannst du Stadtpunkte verwenden, um Events in der Stadt auszurichten. Okay. Müllsammelaktion. Brandwache. Okay, Müllsammelaktion, Abfahrt. Geil. Okay, Brandwache. Geil. Jetzt haben wir auch über 300 Beliebtheit. Da, 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 da. Junge, Pepe Mache ist auch echt heftig. Ein riesiges Monster ist aufgetaucht. Leiter der Abenteuergilde gibt uns eine neue Eventart. Grillfest im Sommer. Hammer. So, ein großes Monster. Ein riesiges Monster ist aufgetaucht. Wo? Wo denn? Wo? Sehe ich nicht. Müssen wir mal gucken. Ist das eine Quest? Quest? Nee. Hä?
Ein riesiges Monster ist aufgetaucht. Hm. Na gut, wir können, glaube ich, die Stadt vergrößern. Ja, verbessere den Rang der Stadt. Geil, wir kriegen jetzt einen Stern. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Super. Und die Mucke, ey. Geil. Hurra. Spannung ist aufgestiegen. Alle sind zufrieden. Tagtäglich. Herzlichen Glückwunsch, du hast Rang 1 erreicht. Was für eine tolle Neuigkeit für Spandau. Ab jetzt kannst du neue Einrichtungen kaufen und neue Events abhalten. Nutze sie gut. Geil. So, vom Leiter der Abenteuergilde gibt's jetzt noch... Ah, ich kann Gebäude moven. Nice. Okay. Wo ist das riesige Monster? Junge, hier ploppt so viel auf. Crazy. Das interessiert mich nie. Okay. Ja, ich weiß nicht, wo ein riesiges Monster aufgetaucht ist. Also ich hätte jetzt gedacht, hier ist irgendwo ein Drache oder so, weißt du? Weiß ich nicht. Na gut, was können wir noch bauen? Nichts, aber... wir konnten doch diesen einen Händler oder was das war, Geschäft? Ah ja, Pumpkin Pie, genau. Einrichtung kaufen. Tanne, Quelle. Jetzt kaufen wir alles, oder? Kostet ja nicht viel. Gemischwarenladen, öffentliches Bad, Bäckerei, Café, Pizzeria. Ja, Quelle? Ach, das kostet Stadtpunkte. Ach so. Ich kann die Items verkaufen, aber auch kaufen. Na gut, okay. So, und die... Ich frage mich halt, also wann haben die denn bessere Angebote? Wisst ihr, wie ich meine? Okay, hier steht 12, ne, zum nächsten Level 12 verwenden. Na gut. Okay. Ich habe übrigens nicht das Gefühl, also gehen die in Geschäfte und kaufen sich wirklich die Waffen da auch und Sachen und verbessern sich? Nö, oder? Ich glaube, die gehen halt da rein und generieren dann für uns Geld. Aber ist jetzt irgendwie nicht so, dass die dann sich selber wirklich besser ausstatten, oder? Ich habe Neuigkeiten. Aha, nächsten Bedingungen. 1000 Beliebtheit, 20 Einrichtungen. Okay, krass. Heftig. Gut, ich glaube, wir müssen mal auf eine Quest, Leute. Hier, Level 2, Abfahrt. Henno Blatt natürlich. Ja, Abfahrt. Gönnt euch. Okay. Let's go. Ja, die müssen mal in so einem Dungeon... Also Dungeons macht schon Sinn, die zu machen, weil man kriegt dann halt eine fette Belohnung und die wird dann dauerhaft angeboten. Ja, die hauen dann immer ab, ne? Heck, jetzt ist Henno abgehauen. Ist es irgendwie auf einer anderen Seite? Kommen die wieder? Da, Henno Blatt. Mit dem Speer. Okay. Und da ist Pepe Mache, geil. Pepe Mache ist die nächste Person, die wir auf jeden Fall hier ansässig machen wollen. Der rasiert ja überall. Ja, ich glaube, Pepe Mache ist jetzt hier in irgendein Geschäft gegangen und dann kriegt er halt Stats-Verbesserung. Ah, Accessoires. Ja, da kriegen wir wahrscheinlich genau, ja. So, Henno ist drin. Alene. Stech's ab. Klasse. Einfach gegeneinander... Das ist eine Riesenfrechheit. Was ist das denn? Ach du Scheiße. Der hat aufs Maul bekommen. Und Pepe Mache gegen 3. Boah, Alter, der One-Tap die so weg. Hä, was ist mit dem? Ja gut, der ist vom Typ Krieger, ne? Und einen Taschenspiegel erhalten, okay? Und eine normale Hose. Hammer.
Lederanhänger. Jetzt geht's ab. Der war doch fast vollständig regeneriert, du Arschloch. Jetzt trägt er den ganzen Weg zurück. Naja. Da und die. Ach. Du Bauer. Ja, was passiert jetzt? Oh, da ist auch noch was. Ja, da schenken wir alles Spielkarten. Da schenken wir gleich alles Pepe, Mache und Henno. Geil. Echt klasse. Ja, Henno hat wieder Bock. Kann man dem noch hier jetzt was schenken? Aber man kann auch Quest abbrechen, okay? So. Normale Hose. Ah, die ist schlechter, okay. Dann kriegt die Pepe Mache. Lederanhänger? Auch schlechter. Kriegt Pepe Mache. Taschenspiegel? Geist wird erhöht. Hier, Dex wird erhöht. Spielkarten. Abfahrt. Super. Klasse. Okay, dann kriegt der Rest. Hier, Pepe Mache. Auch einfach ein geiler Name. Kriegt die Hose. Geil. Super. Ja. Dann Bandana nicht. Das kostet mir. Hier, Lederanhänger. Ah, okay. Ja, gut, aber. Freut sich wahrscheinlich trotzdem drüber, oder? Jawoll, Alter. Aber Verteidigung ging jetzt runter. Okay. Ja, und dann gebe ich dir. Ja, der Rest ist egal. So, Abfahrt. Kann so ein Dungeon auch fehlschlagen? Nee, ich glaube, je nachdem, wie kacke man halt nur ist, dauert es ewig, ne? Dann hat man nicht so Progress. Also, irgendein Typ transportiert die alle ab. Terra Steel. Henno geht jetzt rein. Bleibt nur noch ein Monat, um die Quest abzuschließen. Oh. Okay. Ja, dann mal Vollgas. So, macht das Vieh weg. Sauber. Wir haben es geschafft. Top. Ich komme. Diese Aussagen immer. Taschenspiegel. Klasse. Ja, weil ihr da halt immer einzeln reingeht. Ihr Vollidioten. Oh, jetzt richtig. Ach. So. Okay. Rudelmonster. Ja, okay. Nächste Quest irgendwann. Top. Ja, Rudel Monster war. Oder Monster Armee. Jetzt eine Monster Einheit. Okay. So. Erledigt, ne? Toll. Abenteurerhelm. Alter. Der sieht krass aus. Ja, heftig. Da gibt's noch Level Up. Henno Level 4. So, der kriegt jetzt einen Abenteurerhelm, ist doch vollkommen klar. Hier, plus 11 TP und 7 Verteidigung. Abfahrt. Hammer. Geil. Ja, den auch für 2600 kaufen? Wäre auch eine Idee, ne? So, Beliebtheitsskala wieder voll. Der Rubel, der rollt. Das ist einfach nur Hammer. Sam Forrest. Hallo, ich habe gehört, dass Spandau eine wunderbare Stadt sein soll. Ich denke, ich schaue hier gelegentlich vorbei. Man sieht sich. Händler. Händlerin, oder? Okay, cool. Gut, Leute. Ich würde sagen, das war's erstmal. Ich denke, es geht jetzt immer so weiter, ne? Man grindet und grindet halt weiter, macht Quests, neue Geschäfte, etc. Sorgt natürlich, dass möglichst viele Abenteurer und Helden und so hier bleiben. Baut für die Häuser. Hier kommen wahrscheinlich immer heftigere Viecher. Irgendwann wahrscheinlich so Drachen und Riesen und was weiß ich. Könnte ich mir gut vorstellen. Ja, und dann fahren wir an die Sterne von der Stadt. Aber ich glaube, es ist schon sehr cool. Aber ja, die Aufmachungsstil ist natürlich gewöhnungsbedürftig. Für Leute, die sowas gar nicht mögen, ist natürlich doof. Visuell meine ich jetzt. Und auch die Mucke. Ja, ist halt so auf cozy so ein bisschen, ne? Okay, danke trotzdem fürs Zuschauen. Mir hat Spaß gemacht. Ist auch mal ein bisschen, ne, Variety. Muss man auch mal andere Bereiche ergründen. Das ist wichtig. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Lasst ein Like da gerne, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Eintracht-Merch. Einfach eintrachtspandau.de. Und wir sehen uns. Tschüssi.